weißt du. Ja. Okay, komm schon. Lass uns von hier verschwinden, Mann. Also, was zur Hölle ist da gerade passiert? Es sah so aus, als, keine Ahnung, wärst du durchgeknallt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte, dass sie endlich bezahlen, aber... Aber ich fürchte, es wird nie genug sein. Verstehst du? Das kann ich verstehen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer späten Stunde Days Gone. Für mich ist gerade 10 vor 12. Ich will jetzt kurz noch... Was will ich dann tun? Eine Folge aufnehmen. Verdammt. Du weißt schon. Wirst du klarkommen? Ja, hab ja auch keine Wahl. Ja, keiner von uns, oder? Ja, okay, komm. Okay. Wie gesagt, ich wollte jetzt noch kurz eine Folge aufnehmen, weil sonst komme ich ja hier nie in die Pötte. Außerdem kommt am Dienstag schon das zweite DLC raus, was ich unbedingt zocken möchte. Ich werde am Dienstag nach 12 Uhr das DLC runterladen und dann noch eine Folge oder so aufnehmen. Na, du weißt schon, der Kerl im Anzug, was hat er gesagt? Ach, unwichtig. Hey, jetzt sag schon, verdammt. Busa, das solltest du jetzt lieber nicht tun. Ach ja? Glaubst du, ich schaff's nicht, dir in deinen Arsch zu treten? Komm schon, was hat er gesagt? Hör auf. Ernsthaft, was ist mit Sarah? Hä? Wo steckt deine Lady? Wo steckt deine Lady? Hä? Bleib unten, Bruder! Hast du genug? Wo steckt deine Lady, Deke? Sie ist tot, Musa. Sarah ist tot. Ja, und das schon ziemlich lange. Meinst du denn nicht, dass du schon lang genug getrauert hast? Oh Gott. Ich meine, du hast einen krassen linken Arschloch. Mehr habe ich nicht drauf. Komm schon mal. Fuck. Scheiße. Ich muss langsam wieder an die Arbeit. Das Camp ernährt sich nicht allein. Ja, mehr habe ich nicht drauf. Und trotzdem habe ich dich dreimal erwischt. In Serie. Ja. Wo fahren wir hin? Zurück ins Camp. Nein, ich habe noch eine Schicht. Fahr mich da hoch. Es ist nördlich von Shermans Camp. Okay. Das war mal eine geile Einlage, ne? Ach Mann. Aber es braucht er mal. Der gute Deke. Aber eben. Also, sie starb in dieser Nacht. Und weder du noch irgendwer sonst hätte das ändern können. Ich hätte dort sein sollen. Was hätte das gebracht? Lass gut sein, ist Geschichte. Na, so Geschichte dann auch wieder nicht, wa? Aber gut. Am Dienstag werde ich nach 12 Uhr das DLC runterladen. Dann werde ich da ein bisschen aufnehmen. Weil ich muss. Hörst du mich? Lost Lake Camp. Schizo. Ja. Was gibt's? Da waren gerade. Hey, wo steckt dein Kumpel? Er war heute nicht arbeiten. Was soll das, Mann? Hör mir einfach zu. Ich hab ihn zur Arbeit gebracht und wir wurden angegriffen von Ripper. Ach, verdammt. Wo? Draußen vorm Rogue Camp ist Carlos im Anmarsch und er meint es verdammt ernst. Du musst Iron Mike warnen. Aber das sag ich ihm doch immer wieder. Seit Monaten. Ja, ich sag ihm Bescheid. Wir sind jetzt gleich bei Tamelo. Usa ist in ein paar Minuten vor Ort. Sehr gut. Er schuldet dem Camp nämlich noch eine halbe.
versäumte Arbeit. Als Maul, Schizo. Hey, Dick. Rogue Camp liegt in der anderen Richtung von Tamalan, oder nicht? Die Route war schöner. Ende. Arschloch. Oh, Gott verdammt, das Schizo. Jo. Und wenn ich dann eben aufgenommen habe, gehe ich dann pennen, weil ich muss dann Dienstagabend früh ins Bett, dann kann ich nichts mehr aufnehmen, weil ich dann Mittwoch und Donnerstag wieder arbeiten muss. Und dann, ja, mal gucken, wann ich Zeit finde, um aufzunehmen. Deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen ranhalten. Los, weitermachen. Macht weiter. Wer nicht arbeitet, isst auch nicht. Ich mach ja schon. So sieht's aus. Hey. Wir müssen das Zeug reinbringen. Ohne Ernte. Danke fürs Mitnehmen. Verhungern wir. Na also. St. John an Lost Lake Camp. Kommen. Dick, ich höre dich. Mike, gut, hör zu. Busa und ich, wir hatten gerade einen kleinen Streit mit ein paar Rippern. Sie... Ripper? Verdammt! Seid ihr über den Iron Ridge? Dick, ich sagte doch... Hör mir zu, Mike, sie waren hier. Im Rogue Camp. Rogue Camp? Da waren Ripper im Rogue Camp. Bist du dir da sicher? Ob ich mir sicher bin? Verdammt, Mike! Ja! Man kann sie nicht so einfach verwechseln bei den Narben, dem Getue und ihrer blinden Mordlust. Na schön, komm wieder runter. Wir werden uns mit Carlos treffen. Deshalb fährt Schizo morgen nach Iron Butte rüber. Er wird rausfinden, was da los ist, und dann werden wir... Du schickst Schizo zu einem Treffen mit Carlos? Scheiße, Mike! Das Camp leite immer noch ich, Dick! Wie gesagt, ich halte mich an Verträge. Lost Lake Ende. Ganz wie du meinst, Mike. Ganz wie du meinst. Schizo hat recht. Wir werden noch alle draufgehen. Hier ist Tucker. Komm vorbei, ich habe Arbeit für dich. Tuck, hey, okay. Mal sehen, ob ich Zeit finde. Dicken Ende. Benzin. Deacon St. John, hier ist Lost Lake. Kommen. Ja, Mike, hier ist Dick. Hab gehört, du hast Hab aufgespürt. Ich dachte, du bringst den her zum Prozess. Naja, sorry, Mike. Ja. Tja, sagen wir, die Schwärmer hatten was dagegen. Oh, Scheiße. Das hat Ricky nicht erzählt. Hab konnte man wirklich nicht trauen, aber so ein Ende hat er nun auch wieder nicht verdient. Wohl eher nicht. Aber Dan Lane hat es wohl auch nicht verdient, von hinten erschossen zu werden. Stimmt auch wieder. Bis bald, Dick. Iron Mike Ende. Steckst du, Bruder? Hey, Boozer, ich will rüber nach Marion Forks. Marion Forks? Warum das denn? Weil ich jetzt weiß, dass... Oh Mann, wie du schon sagtest, ich hab lang genug getrauert. Ich muss mich verabschieden. Du willst
Geht's rüber zur Kirche? Ich weiß nicht, ja. Vielleicht. Ach, scheiße, Deke. Zum letzten Mal, Boozer. Ich schwör's. Dicken Ende. Job für dich. Cope, hey, mal sehen, ob ich Zeit habe. Gegen Ende. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Was will Nero wirklich? Sie verschwinden 2 Jahre und kommen mit gezückten Waffen zurück. Verstecken kriechen und sich wieder in ihre unrechtmäßigen Machtpositionen bringen können. Ausnahmsweise sind die Freaks auf unserer Seite. Je länger sie da sind, desto länger können die alle in ihren Bunkern verrotten. Die Welt mag nicht mehr uns gehören. Doch dank der Freaks gehört sie jetzt auch nicht mehr Nero. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt die Lügen nicht. Und nochmal, Cop. Ein Scheißdreck, weißt du. Die Freaks sind auf niemandes Seite. Und die Welt, die gehört ihnen doch schon längst. Ich bin dran, halt durch. Du wirst es hier draußen nicht schaffen. Ich weiß, wo ein Camp ist. Was? Camp? Ein Camp? Wo? Wo? Zeig's mir. Ich geh hin. Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Oh Mann, danke. Danke, ich war am Arsch. Heilige Scheiße. Ich war so gut wie tot, weißt du? Vielen, vielen Dank, Mann. Schätze, ich komm später wieder und röcher dann die anderen. Sag ihnen, es war Deacon. Deacon St. John. Halt den Kopf unten und lauf. Es geht nichts über Schrott. Was zum Teufel? Hey, da wollten wir schon mal rein. Okay. Stehen. Mehr habt ihr nicht drauf? Sie!
Das ist eine Shotgun. So. Was zum Henker machst du da? Weg hier! So. Du hast gerade heiligen Boden entweiht. Aber gut. Muss es dir. Sie haben eigene Schwüre? Nun, traditionsgemäß der Bräutigam zuerst. Ich fange an. Deacon, es tut mir so leid, dass keiner da ist. Wir haben wohl echt alle angepisst. Auf beiden Seiten. Aber nicht ganz alle. Du sollst wissen, dass das zeigt, wie viel du mir bedeutest. Ich würde alles für dich aufgeben. Alles. Dieser Ring ist ein Symbol meiner Liebe. Und er ist kostbar. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Ich liebe dich. Scheiße. Noch mehr. Aha. Dein Ernst gerade? Kirche. Oha. Bewegung, wir ziehen uns zurück. Das ist ja eine sehr gute Shotty. Spielt keine Rolle. Wir haben uns getötet. Was kommt denn jetzt? Dieser Ring ist mein Versprechen, dass ich dich immer lieben werde und dich niemals verlasse. Sie dürfen die Braut küssen. Oh, einen Moment. Hier, den kannst du wieder haben. Aber du musst mir versprechen, mich so oft zu reiten wie dein Bike. Tja, ich erkläre euch zu Mann und Frau. Okay, ich werde jetzt gehen. Nehmt euch ein Zimmer! Ich glaube,
sowas wird nie wieder passieren. Ich glaube, ich höre gleich auf mit dem Part. Ich glaube, ich höre gleich definitiv auf mit dem Part. Ultra geil. Und irgendwie ultra traurig. Usman, hörst du mich? Ja, Dick, was geht? Erinnerst du dich an die Kirche, in der Sarah und ich getraut wurden? Tja, ich hab da drin ein paar Kerle erwischt beim Randalieren. Was für ein Tag. Wär gern dabei gewesen. Hätte dir gern geholfen. Scheiße. Ja, okay. Ich melde mich wieder. Dicken Ende. Ist ja eigentlich gut ausgegangen. Eddie, hörst du mich? Lost Lake Krankenstation. Könnt ihr mich hören? Deacon, ich höre dich. Eddie, gut. Gut, hör zu. Könntest du noch kurz auf mich warten? Ich muss dich sehen. Ist alles okay? Was ist los? Gar nichts. Ich erkläre dir alles später. Deacon, Ende. Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt zuerst mal hier hin. Gehen mal Tucker vorbei. Gucken, was die von uns haben möchte. Also wie gesagt, bis jetzt ist Lost Lake, auch wenn dort so ein Arschloch rumgammelt. Wie, Skizzo. Immer noch die beste Wahl. Danny. Bis bald. Bis bald. Nee, ich muss ja hier zu Tucker. So. Deacon, Gott sei Dank. Was ist los, Doc? Ripper. Mehr gottverdammte Ripper. Oh Gott, Ripper? Wo? Sie kommen über den Iron Butte Pass. Und sie haben jetzt ein Camp am Bear Creek. Südlich von hier. Ich hab Angst, Deke. Wenn wir sie nicht aufhalten, was passiert dann mit Hot Springs? Okay, ich hab's verstanden. Hab's verstanden. Keine Sorge, Tuck, ich mach das schon. Okay. Was zum Teufel? Zurück an die Arme. Na los. So. Ach, das ist dort. Dann fahren wir direkt so hin. Machen wir noch kurz die kleinen Nebenmissionen und dann hören wir auf. Aber das ist vorhin gerade wirklich geil gelaufen. Ne? So, bei dir habe ich doch vorhin schon. Hey, es gibt einen Job für dich. Ach, bei Ihnen jetzt auch. Hey, okay, ich komme. Dicken Ende. Hey, Tuck, ich bin beim Ripper Camp und es scheinen nicht allzu viele zu sein. Also, es ist wohl nur ein Speer. Greif ihn an! Los, hinterkommen! Hey, Tuck, ich bin beim Ripper Camp und es scheinen nicht allzu viele zu sein. Also, es ist wohl nur ein Speer. Töte sie alle, Deke. Ich will nicht, dass Carlos etwas über uns erfährt. Ja, Tuck, das brauchst du mir nicht zu sagen. St. John N. Auf!
du mir nicht zu sagen. St. John in. Steig hinab, du Arschloch! Der Typ nimmt zu viele Drogen. Macht euch langsam. Ich muss nachladen. Ihr verdammten Ripper, mein Freund, hat seinen Arm wegen euch verloren. Rest in peace ist euer Motto, hm? Dabei kann ich helfen. Komm schon, du bist Kerl. Na los. Ihr wollt hinabsteigen, hm? Willst du noch ein paar Narben, ja? Wie viele seid ihr noch? Hä? Oh, ich hoffe, das war's jetzt endlich. Du bist erfunden. Das große Erwachen. Ist das tief genug für dich? Erledigt ihn. Steig hinab, du Arschloch! Jetzt habe ich zu viele Drogen. Macht euch langsam. Aha. Ist noch ein paar Narben, ja? War das jetzt endlich der Letzte? Nein, das da vorne ist der Letzte. Ich sehe den. Oh, gottverdammte Rapper. Ruht in der Hölle, ihr Mistkerle. Besser zurück. Okay. Taka, richtig verstanden. Taka, ist erledigt. Hast du sie alle erwischt? Ja, Tak, habe ich. Dafür bezahlst du mich doch, oder? Entschuldige, es ist nur, sie waren schon dreimal da. Sie griffen das Camp an, nahmen Lisa mit, brachten sie um. Wir müssen das beenden, Deek, um jeden Preis. Taka, hör zu, ich war in Iron Butte und ich habe gesehen, was sie da aufbauen. Was? Wann? Wie hast du... Nein, das ist egal. Vertrau mir einfach, vertrau mir, okay? Es sind viele, es sind extrem viele, Hunderte, vielleicht Tausende, ich weiß es nicht. Aber wenn die nach Norden kommen, dann kannst du sie nicht aufhalten. Es ist unmöglich, okay? Also... Mach einfach weiter so. Töte jeden, der über die Grenze kommt, dann weiß Carlos, dass er im Norden mit Widerstand zu rechnen hat. Mehr kannst du sowieso nicht tun. St. John Ende. So in etwa, wa? So, dann hier kurz hin. Aber irgendwie ist es ein bisschen wenig, um alle irgendwie auf Stufe 3 zu bringen. Irgendwie. Alle Camps. Also das vom Lost Lake ist kein Thema. Da bringen wir auch immer unsere Waren hin, aber... No. Hey, lass mich rein! Es ist okay, mach auf. Hey, wie läuft's? Soweit gut. Ja, wir ziehen es nicht so leicht zu kriegen. Komm wieder, wenn du noch was brauchst. Werde ich tun. Und da habe ich sogar noch weniger als bei der alten Tacker.
Das hier wirst du nicht glauben. Ich weiß nicht, Cobb. In den letzten paar Jahren ist ziemlich viel unglaublicher Scheiß passiert. Weißt du noch, die Anarchisten kamen letztes Jahr oder so hier durch, töteten alle, die sie sahen. Und hinterließen überall diese kleinen Steinhäufchen. Anarchisten. Ja, wir sind schon mal mit ihnen aneinander geraten. Tja, sie sind zurück. Zwei meiner Leute sind auf der Jagd über ihr Camp gestolpert. Nur Bender kam zurück. Sie sagt, es waren Anarchisten. Sie hatten alle das Symbol auf ihr Gesicht gemalt. Oh, Scheiße. Wo ist dieses Camp? Ich markiere es auf der Karte. Finde sie und töte jeden einzelnen von ihnen. Wir haben genug mit den Rippern zu tun. Die Anarchisten haben uns gerade noch gefehlt. Ganz deiner Meinung. Ich finde sie. Hey, Deke, wie geht's dir? Hey, Damon. Was macht das Leben? Gut. Gute Wahl. Na dann. Komm vorbei, wenn du irgendwas brauchst. Das ist ja ganz oben da im Gebiet. Ab- und Schnellreise bitte. Okay. Da oben war ich nie. Oder selten. Scheiß Kreischer. Aha. War das da mit den Horden? Moment. Beispielsweise richtig speichern. Es wird nämlich Zeit, dass ich mal da ein bisschen Radau mache. Sollten allerdings reichen. Das ist noch mehr Beute. Es ist die ganze Herde. Wenn ich sie wenigstens dezimieren könnte. Aber so wird das nichts.
Scheiße, sind die dumm. Oh Gott, ich habe keine Muni mehr. Also mit dem Hinlocken geht's ja. Aber es sind viel zu viele. Das ist doch nie und nimmer eine Horde. Aber die Waffe gefällt mir. Na, wo ist denn die Horde? Hallo Jungs. Da. Thank you.
Leih mir dein Ohr. Yep. Da, da. Das waren alle. Ja. Aber das war nicht das... Na? No. So, ich kann hier auch ein Massaker veranstalten, ohne irgendwie eine Horde. Interessant. So muss das. Ich hatte noch eine offene Rechnung, ne? Mit den Bastarden. Drei Stück auf jeden Fall. Wenn es jetzt nicht sowas wäre, würde ich jetzt nicht absteigen, aber muss. Was muss, das muss. Also die Knarre gefällt mir eigentlich an sich. Muss ich einfach hardcore sagen. Waren wir hier schon mal? Irgendwie schon, wa? Aus dem Weg mit dir! Freischauer. Recht, das sind Anarchisten. Du hast
hast sie gefunden? Gut. Sie haben wieder angegriffen. Einen Versorgungstrupp, der aus Tamalo kam. Fahr hin und lösch sie aus, als wären sie verdammte Kakerlaken in deinem Bett. Sie sollen wissen, dass jetzt ein neuer Wind weht und sie nicht länger davonkommen. Ende. Anarchisten. Oh! Rückzug! An alle! Rückzug! Ja, lauf nur weiter da rum! Mal sehen, was ihr Jungs vorhabt. Verdammte Anarchist! Wie gefällt dir das? Weil ich so schwerer zu treffen bin. Die Dinge sind noch nicht beschissen genug, ha? Ist es das? Du wiederholst dich zu oft. Ihr dachtet, ihr fallt einfach bei uns ein und macht uns fertig, ja? Tötet ihn! Warum kommen die jetzt auf mich zu? Geil, ich konnte nichts mehr tun, wa? Aber seit wann sind Wölfe auf der Seite einer, also von Menschen? Also irgendwie nicht logisch. Und ich konnte nicht mehr weg, dank dem scheiß Wolf. Cope, du hattest recht, das sind Anarchisten. Du hast sie gefunden? Gut. Sie haben wieder angegriffen. Einen Versorgungstrupp, der aus Tamalo kam. Fahr hin und lösch sie aus, als wären sie verdammte Kakerlaken in deinem Bett. Sie sollen wissen, dass jetzt ein neuer Wind weht und sie nicht länger davonkommen. Korb Ende. Wie gefällt euch diese Art von Anarchie, ha? Verdammter Anarchist, wie gefällt dir das? Oh ja, zeig ich euch mal, wie es läuft. Die Dinge sind noch nicht beschissen genug, ha? Ist es das? Ihr dachtet, ihr fallt ein... Arschloch! Vorsicht! Wie gefällt euch diese Art von Anarchie, ha? Anarchisten. Scheiße. Lange nicht mehr gesehen. Ach, verdammte Anarchisten. Mal sehen, was ihr Jungs vorhabt. Drifter, komm endlich raus! Wir wollen nur reden! Ja, genau. Verdammter Anarchist, wie gefällt dir das? Still, du Scheißkerl! Oh ja, jetzt hab ich euch. Komm! Oh!
Wir sind noch nicht beschissen genug, ha? Ist es das? Drei Lappen, wa? Fällt einfach bei uns ein und macht uns fertig, ja? Diese Art von Anarchie, ha? Verdammter Anarchist, wie gefällt dir das? Nur noch zwei Stück. Jetzt zeige ich euch mal, wie es läuft. Ja, ich laufe jetzt zu dir. Und tot. Naja, Fertigkeitspunkt. Sehr gut. Cope, das war's. Wenn es noch mehr von ihnen gibt, dann kapieren sie das vielleicht und halten sich von uns fern. Na, hoffentlich. Und du hast von uns gesagt. Wenn du nicht aufpasst, hörst du doch bald zum Camp. Cope, Ende. Ja, da kannst du lange warten. Wo ist denn hier noch was am Boden? Oh, Rohrbombe. Oh. Also sowas kann ich noch öfters bitte auflesen. Sowas mag ich. Hat jemand hier mein Mofa umgeschossen? Mein schönes Bike, ihr kleinen Ratten? Na gut, das soll es wohl gewesen sein. Jetzt haben wir trotzdem eine Stunde gemacht. Weil ich da noch ein Date hatte, ne? Aber gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder. Wenn wir mal schauen, was die von uns wollen. Zu wenig Benzin. Dein Ernst? Da komme ich aber hin, ist klar. Okay, dann werde ich mal dorthin gehen, dann gucken, wo ich Benzin finde und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Part dort wieder. Tüdelü.